Jo, schönen guten Tag, der Eras wieder da und wir spielen World of Tanks und zwar heute hier mit unserem Conqueror aufsteppen. Also wir fahren mit beim Elder, ich bin der Conqueror mit diesem wunderbaren Ad Astra Tarnung da, der so ein bisschen weltraummäßig unterwegs ist und der Elder hat hier die Tarnung vom Battle Pass. Auf jeden Fall steppen im Top Tier Heavy, das heißt wir sind Top Tier, es gibt ganz viele 7er, das heißt wir müssen ein bisschen was reißen. Was machen wir? Wir fahren erstmal in die Heavy Gasse. Ich habe tatsächlich auch gut mitgespielt, aber natürlich kein Vergleich mit dem Elder, deswegen zeige ich euch lieber das Replay vom Elder, bevor ich mich blamiere. Okay, Conqueror, was gibt es dazu zu sagen? Überragend großartiges Fahrzeug, weil wirklich gute Kanone, gute DPM, perfekt gepanzerter Turm. Ja, Wanne vielleicht nicht ganz so. Ja, also da kommt man durch, aber so entscheidend ist das hier. 400 Schaden, 259 Durchschlag, Millimeter Durchschlag, Entschuldigung, und halt extrem hohe Schussfrequenz. Und das ist halt schon so ein Ding, wo du sagst, da kommst du in die Ecke, da kannst du schon einen Gegner richtig verwüsten. Und wir haben da ein LTG. Entschuldigung, ich habe gerade A46 gelesen, ich bin total doof. Nein, es ist ein LTG. Und der Elder hat direkt mal mit 355 Schaden eröffnet. So, da drüben wollen sie crossen und schaffen es. Ich habe noch einen Schuss reingekriegt. Ich habe den AMX M4 habe ich erwischt. Oh, und das ist ein E75. Das ist der Endboss, der muss weg. Der E75 ist tatsächlich einer unserer wichtigsten Widersacher. Ist halt der gegnerische Top-Tier-Heavy. Müssen wir aufpassen. So, der Liberté-Panzer steht da hinten und beschießt sich tatsächlich mit mir. Also planen wir jetzt einfach mit meinem Conqueror den so ein bisschen da in Schach zu halten, vielleicht auch rauszunehmen, aber ich bin halt echt nicht reingekommen. Also der stand relativ clever, der hat das gut gemacht. Und ich habe mich jetzt in den Haldauen zurückgezogen. Ja, und jetzt stehen wir hier. Also planen wir jetzt einfach, das hier zu verteidigen. Vorteil ist, es hat nur zweimal Arti und das ist auch bloß eine 7er. Das heißt, die braucht auch eine Weile. Wenn die uns hier rausnehmen wollen, braucht diese Arti auch eine Weile. So, da, E75. Jawoll. Und da kriegt er natürlich eine schöne Schelle in die Unterbanne. Das ist gut. Ja, ganz so schnell ist der Reload dann doch nicht. So, da ist der KV. Schön in die Capola. Ja, und das ist es halt. Du stehst halt mit dem Turm raus. DPM ist enorm. Du kannst halt für jeden Schuss, den die auf dich nehmen, zwei machen. Du musst halt nur in die Position kommen, wo das dann auch was bringt, wo es auch funktioniert. Schönes Loch in den Dreck geschossen, immerhin so. Ja, der Vorteil ist, ich stehe über dem Elder, ich halte ihn noch so ein bisschen, mache noch ein bisschen mit Angst. Für mehr reicht es nicht, aber einer muss ja ein bisschen Angst machen auch. Jetzt aber. Jetzt kriegt er hier erst eine schöne Schelle durch den Turm geschossen. Ja, und guck mal, wie schnell sich das hier aufsummiert. Wir liegen zwar 0-2 hinten, aber der Elder hat schon 2000 Schaden auf der Uhr. Und der erntet jetzt. Jetzt wird hier abgeerntet. Jetzt werden die alle abgeerntet. Die haben auch keine Chance. Die haben nicht den Hauch einer Chance hier. So, jetzt bin ich mit runtergefahren, weil der AMX den Push angesetzt hat. Der Liberté. Der trinkt nämlich lieber Tee. So, jetzt habe ich mir den KV-3 rausgeschossen. Das ist wirklich... Boah, da kriegt er erst noch eine schöne Schelle. Ja, guck mal, dann stehen wir hier zusammen und sind einfach das dynamische Duo. Das knallt wie Sau, sage ich dir. Das knallt wie Bolle. So, da hinten ist halt noch dieses Objekt 257. Das ist in der E75. Die beiden sind echt unser Hauptproblem. Es ist halt auch ein gegnerisches Platoon von Top-Tier-Heavies. Genau wie es bei uns halt die beiden Conquerzer sind. Wobei ich sagen muss, wenn ich es mir aussuchen kann, dann sind... Krass. Der Elder ist auf den IS gepounced, dann nehme ich den Kill. Naja. Da hat der Era schon zwei Kills. Ich habe noch bei Weiben nicht so viel Schaden wie der Elder, aber ich habe die Kills gemacht. So. Der IS ist strategisch ein bisschen an einer ungünstigen Stelle gestorben. Also den können sie jetzt schon so ein bisschen sich nehmen. Es ist 4-4. Es fällt halt alles auf der anderen Flanke. Oh, und das Objekt ist auf HE umgestiegen. 33 brutale Damages hat es geschossen. 33 brutale Damages. So, und jetzt, das ist halt das, wo der Unterschied ist. Der Elder setzt dann halt hier so einen Push an. Das ist halt einfach grandios. Bei dem wäre ich schon wieder gescheitert, aber der Elder macht das halt. Oh. Auch HE. Das sind beides HE-Spieler. Das ist, glaube ich, Akko und seine Kumpels. Die spielen hier zusammen. Ein bisschen World of Tanks, haben sie gesagt. Und fahren HE-only auf allen Panzern. Das ist cool. 4-7. Die komplette Flanke ist gefallen. Also die komplette 9-0-Linie. Das heißt, wir müssen die hier so schnell als möglich rausnehmen, um dann da hinten... Das ist echt, da schießt die ganze Zeit HE, der E75.
Das hab ich selber gar nicht so mitgekriegt, weil er mich nie geschossen hat. Aber wenn ich das so sehe, der komplette E75. Sehr gut. Ich hätte vielleicht den LTG erstmal rausgenommen. Der wird einfach umgerammt. Und da kriegt das Objekt eine Schelle in den Nacken. Und wir müssen jetzt dem AT helfen. Wir müssen vor allem jetzt sehen, dass wir hier fertig werden, dass wir dann die andere Flanke bespielen können. Oh, da unten in die Füße da. In die Füße, in die Ketten. Ich habe heute echt Sprachfindungsstörungen. Es tut mir ganz doll leid, Freunde. In die Füße. Ja, da hat er den Panzer aber in die Füße geschossen. Nee, also so. Jetzt 8-7. Die waren kurz im Cap, sind weitergefahren. 8-8. Jetzt haben wir hier unsere komplette Ecke aufgeräumt. Ich habe schon 3 Kills übrigens. Ich habe nämlich den E75 noch rausgenommen. Elder hat jetzt auch schon 2 Kills auf der Uhr. Ja, aber wir sind Top-Tier-Heavies in dem Conqueror. Also das muss man einfach auch mal festhalten. Das ist schon so ein Stück weit Brocken. Da ist man schon weit vorne. Nichtsdestotrotz, ganze Arbeit vollbracht und verrichtet hier. Da kann man jetzt nichts sagen. Schade. Schadinski. Eieiei, das wäre ein schöner Treffer gewesen. Der T49 hat die kleine Kanone. Der hat das kleine Kanönchen. Aha. So, und da stirbt der IS-6. Weil wir müssen jetzt sehen, dass wir das Cap hier nicht durchgehen lassen. Aber ich denke, das haben wir jetzt im Griff. Wir sind beide da. Und das ist halt der Vorteil. Wir haben die DBM, um das hier rauszuholen. Ich baue es mir übrigens die ganze Zeit gepflegt ein, während der Elder dann einfach die Kills rausholt. Und das ist halt der Unterschied. Dann haut der Elder einfach noch einen raus. So, was ist mit dir, T49? Nichts. Gebounced. Nicht mal angekratzt, wa? Nicht mal angekratzt. X1357, stimmt, der kam rumgefahren und hat mir übel in den Hintern geschossen. Der habe ich richtig auf den Frack gekriegt, deswegen konnte ich auch auf den hier nicht schießen, weil der mir richtig Schaden geschossen hat. Der 1357 hat das richtig gut gemacht. Jetzt bounced der Elder die ganze Zeit auf die Capola. Das ist ja eigentlich nur noch der und der T49. Und jetzt habe ich einfach AE geschossen, um den Reset hinzukriegen. Und der Elder macht den Kill. Sehr cool, sehr cool. So, und jetzt hat der Elder mich natürlich überflügelt und hat 5 Kills auf seiner Uhr. Und da war natürlich der Plan, ich habe dann auch gesagt, dann kommen sie zu, dass du den letzten Kill machst, weil der Elder war gerade auf der Mission, hier 6 Kills zu machen. Da hätte er nämlich Top Gun gekriegt, aber unser Spähpanzer 1C ist halt voll der nette Typ, der bleibt nämlich einfach im Cap stehen. Und wie Sie sehen, die Uhr läuft runter. Die Uhr läuft runter. Ja, tralalala. Und das sind nette Menschen in World of Tanks. Natürlich wird unser Spähpanzer 1C nicht aus dem Cap fahren. Nein, und so bleibt der T49 am Leben. Der Elder kriegt keinen Top Gun. Kann auch seine Mission erstmal nicht abschließen. Aber wir haben gewonnen. Ich zeige euch mal schnell die Auswertung. Jo. Weil das war tatsächlich ein Panzerass. So sieht ein Panzerass im Conqueror aus. Ein Haufen kleine Medaillen. War früher, glaube ich, auch mal ein bisschen schwerer. Aber war okay, Großkaliber. Waffenbrüder haben wir geholt. 89.000 Credits, 4.577 EP. Für den ersten Tagessieg Geld doppelt. Ja, guck mal hin. Der Elder steht ganz oben. 5.861 Schaden, 5 Kills, 1.419 Base. Ich nehme alles zurück. Ja, das ist von Schaden völlig in Ordnung. Ich habe mich, Moment, wir können das ja mal hier danach sortieren. Ich war nämlich so scheiße auch nicht. Ich bin tatsächlich auf Platz 4 eingekommen. Ich habe nur 1.000 Schaden, habe aber 3 Kills gemacht. Und die Waffenbrüder habe ich mir auch geholt. Ich bin dann noch kugelsicher, habe mir noch die Stahlwand geholt. Ich habe mich nämlich sehr schön beschießen lassen. Guck mal. Ich bin 18 Mal getroffen worden und davon ist der große Teil abgeprallt. Das war nämlich so ein bisschen mein Job. Ich musste mich noch ein bisschen zerlegen lassen. Inklusive einem kompletten Clip. Guck mal, der 1357 hat genau einmal einen Clip angebracht und das war der hat einen Kill und dann hat er einfach nochmal einen Clip in mich gestopft. Das war's. Großartig. Ja, alles in allem, aber soll es nicht um mich gehen. Der Elder hat es hier richtig grandios runtergeholt. 53.000 Credits Gewinn. Ja, und viel mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Das ist halt einfach Conqueror, wie man den spielt und wie er so drauf ist. Den stellst du an die Ecke. Und dann zernagt er dich, und zwar rucki zucki schießt er dir deine Panzer unterm Hintern weg. Ja,
Also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hatte an der Runde sehr viel Spaß. Ich habe da durchaus meinen Feeds dran. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich drüber freuen, wenn ihr mir was Nettes drunter schreibt, mir einen Daumen da lasst oder einen netten Kommentar schreibt. Wer hier neu ist, kann auch ein Abo da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gehabt euch wohl, viel Spaß im Internet bei anderen Videos. Es gibt ganz viele tolle Leute, die ganz viel tolles Zeug machen. Hat mich gefreut, dass ihr mal vorbeigeschaut habt. Und für alle anderen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Ära.